Ich habe mir halt diese Glücksübungen beim 30-Tage-Challenge geholfen und diese halt 30-Tage-Challenge hat mich auch dazu gebracht, dass ich mehr darauf achte, auf positive Sachen, mehr als negative Sachen. Man kann auch bessere Laune haben. Da habe ich aufgeschrieben, wer mir was Gutes an diesem Tag getan hat und wie diese Sachen waren und was in mir positive Ausdrücke erweckt hat, also positive Gefühle. Zum Beispiel, als ich aufgeschrieben habe, also mein Freund hat einen Witz gesagt und dass wir darauf beide gelacht haben. Davor hatte ich weniger auf Positive geachtet und mehr auf Negatives. Und wenn man aufs Negative achtet, dann weiß man gar nicht, was Positive ist. Es macht mich glücklich, wenn ich eine Aufgabe sehr gut mache und mein Lehrer oder Lehrerin mich lobt. Und wenn ich zu Hause meine Eltern helfe, dann, wenn sie mich loben, macht es mich auch glücklich. Ich habe einen Tipp, wenn man wütend ist, dann kann man in einen Polster oder in einen Sack halt, wo leichte Sachen sind, schlagen. Und das macht, also das beruhigt mich, oder einen Bleistift nehmen und da leicht hineinbeißen, dann zwingt das die Muskeln, um zu lachen. So 40 Sekunden reicht dann und dann ist man schon fröhlicher. Also dann geht's schon wieder besser.